Und damit seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodim zu einem neuen Part Minecraft Story Mode Season 2 mit dem Zwergenfürst. Folge 5, die finale Folge von Minecraft Story Mode Season 2 von Minecraft Story Mode generell. Ja. Da hatten wir bisher Hauseigener Held, Folge 1. Folge 2, gewaltige Konsequenzen. Folge 3, der Gefängnisblock. Folge 4, unter dem Grundgestein. Und nun, final. Die letzte, endgültige Episode. Zumindest für Episode 2. Mal sehen, ob irgendwann mal eine Episode, eine Season 3 kommt, eine Season 3 rauskommt. Jetzt spielen wir erstmal Folge 5 weit darüber hinaus. Gekauft und installiert ist es. Der letzte Kampf mit Jessies neuem Gegner trägt die Schlacht zurück nach Beacontown. Die Ereignisse drohen, die Welt unwiderruflich zu verändern. Na dann. Klicken wir auf Folge starten. Folge 5 starten. Auf geht's. Blitzt bei Minecraft Story Mode. Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Freund. Gute Freunde tun, worum man sie bittet. Sie wissen zu schätzen, was man für sie tut. Sie verraten einen nie. Jesse ist das perfekte Beispiel für einen schlechten Freund. Andere schlechte Freunde sind beispielsweise Fred und Sarah. Letztlich alle Loser, die sich geweigert haben, Geschenke wertzuschätzen. Undankbarkeit toleriere ich nicht. Also habe ich ihnen meine Geschenke abgenommen. Aber dann... Gerade als ich dachte, ich hätte einen vielversprechenden neuen Freund gefunden. Was für eine Enttäuschung. Und da hatte ich einen genialen Einfall. Die perfekte Methode, die guten von den schlechten Freunden zu trennen. Wertgeschätzt zu werden. Ich wurde zum Jesse. Ich hatte natürlich recht. Der Plan funktionierte sofort. Jessies gute Freunde scharten sich um mich. Die bessere Jessie-Version. Oh, und jetzt ist Jessie tot, das arme Ding, ohne je die Lektion gelernt zu haben. Wichtigsten ist eigentlich, dass Jesse niemals sehen wird, wie sehr ich Beacontown verbessert habe. Kleine Spiegelungen in der Switch-Konsole. Ich bitte es zu entschuldigen. Ich hoffe, sie sind nicht zu schlimm. Black Screens sind ganz tragisch. Ja. Die muss einmal gehen. Nicht verschanzt hat. Wo wir schon vom Kampf gegen den Admin sprechen. Ich wünschte, wir hätten Xara immer noch bei uns. Ich weiß, sie war... Nun, sie war etwas anstrengend. Und wann haben wir die eigentlich verloren? Ach so, stimmt ja. In der letzten Episode ganz am Ende. Und brutal stecken geblieben. Aber sie hat mir immer noch einen Schrecken eingejagt. Sie hat uns schon sehr geholfen. Das Portal. Sie hat uns Zeit verschafft, um hier hochzugelangen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Vielleicht ist Xara da glücklich, wo sie gerade ist. Gegenwärtig marschiert sie nicht in einen Kampf mit dem Admin.
Vielleicht ist es besser, dass das ein großer Vorteil ist, nicht aus dem drunter herausgeschafft haben. Es wäre wirklich blöd, aus dem Grundgestein zu steigen, nur damit der Admin... Du weißt schon. Ja, Jesse, wenn Romeo herausfindet, was wir vorhaben, wir haben ja gesehen, wozu er fähig ist. Ich will nicht so enden wie Fred. Ich will nicht, dass es Beacon Town genauso ergeht wie Xaras Stadt. Wir haben... Ich glaube, das ist schon passiert. Ich will mir gar nicht vorstellen, dass diese Dinge den anderen und unserer Heimat widerfahren. Hey, niemand wird so enden wie Fred. Wir sind gute Kämpfer, wir überstehen das. Fred wusste nicht, wie böse Romeo wirklich war. Also unterschätzte er ihn. Wir können von unseren Vorgängern lernen. Ich weiß, es erscheint hoffnungslos. Wir wissen, wie böse Romeo ist. Wir sind vorbereitet. Da oben sind Leute, die auf uns zählen. Und wir werden sie nicht. Ich habe immer noch das bitte nicht schlagen Rüstungsdings an. Ja, legen wir los. Oh gut. Wir kriegen das hin. Also los. Wir besiegen den Romeo, wir besiegen den Admin. Telltale Games präsentiert. Nein. Eine zerbombte Stadt. Minecraft Story Mode Season 2. Beacon Town. Eine Telltale-Geschichte von Adam und Stephen. Regie, die hatte Mark. Künstlerische Leistung hatte auch Mark. Julia hatte die Umgebungsgestaltung inne. Als Aufgabe. Animation kommt von Taylor. Choreografie von Kyle und Katharina und Kelvin. Programmierung von, ich konnte es nicht lesen, sorry. Die Musik von Andrea und Antimo und Manek. Und damit nochmal offiziell seid gegrüßt zu Episode 5 von Minecraft Story Mode Season 2. Wahrscheinlich. Wir müssen einen Weg darauf finden. Es könnte eine gute Idee sein, den Kartenladen aufzusuchen, sich neu zu kopieren, etwas Nachschub zu besorgen. Ja. Warum ja, nicht? Das klingt gut. Auf geht's. Auf zum Kartenladen. Okay, vorwärts. Vorwärts rücken. Okay. Steuere vorsichtig in diese Richtung. Oh, die Freunde. Unsere Freunde. Der Admin. Und er hat Axel und Olivia bei sich. Wir müssen Axel, uns verstecken. Olivia. Die Freunde. Weg da, weg da. Verschwinde. Lass dich nicht entdecken. Ah, typisch. Sich genau in die Richtung begeben, die wir angepeilt haben. Ich schätze, dann können wir einfach nicht erwischt werden. Warum veranstalten wir ein ganzes Festival nur zu deinen Ehren? Müssen wir wirklich vor allen Leuten mit dir auf die Bühne gehen? Genug. Ihr beide solltet weniger diskutieren und mehr übereinstimmen. Können wir den nicht irgendwie mit einem Stein am Kopf treffen? Ich weiß gar nicht, ob ich das den nicht einfach ausschalten? Tatsächlich wollten wir uns gerade auf den Heimweg machen. Ich wäre an eurer Stelle sehr vorsichtig. Sonst gibt es bald gar keine Heimat mehr, zu der ihr zurückkehren könnt. Boah. Einer Stadt stoßen so widerlich, der Typ, in unserem Dinge Namen. Zu. Nehmen wir zum Beispiel Champion City. Boop. Der Erdmann in meiner Haut. Das ist kein guter Ruf für mich. Oh nein. Ja, jetzt siehst du vielleicht ein, mit wem sie hier zusammenarbeitet. Finde ich sagen, geschieht ihr recht, aber. Ich hatte gehofft, es würde noch eine Chance geben, Romeo zu erlösen. Jetzt bin ich mir nicht. Der Admin hat gerade mit einem Thanos-Finger schlüpft, der. Gesprengt. Nur um einen Standpunkt zu verdeutlichen. Ja, er ist ein Monster. Der hat gerade Thanos-mäßig mit einem Finger schnüpft. Eine ganze Stadt vernichtet. Ich das schätze, gefällt mir irgendwie. Recht. Also, wie wäre es, wenn du abhaust und das Feuerwerk für die große Rede vorbereitest? Ja, Admin. Wie wär's mit, ich gehorche dir jetzt nicht mehr?
Du scheiß Admin, du bist ein Lügner, du bist in Jessys Haut, verkleidest dich als jemanden, glaub, der du nicht bist. Wir sollten uns Axel und Olivia schnappen, solange die Gelegenheit günstig ist. Welche Motivation hat die denn jetzt noch? Du hast dir immer solche Sorgen um Champion City gemacht und jetzt eine Sache weniger, um die man sich Gedanken machen muss. Olivia, Axel. Der Echte. Meine Güte, ich wusste es. Ich wusste es einfach. Wow, sehe ich doppelt. Yep, sie glauben uns. Ja. Jesse, ich... Komm schon, der Echte Jesse. Erklären, aber wir müssen von der Straße ja, runter. Ja, einfach schon, bevor wir gesehen werden. Bevor wir merken, dass Olivia und Axel weg sind. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Admins? Eine Welt unter dem Grundgestein? Ja, ich glaube noch immer, du hast dir das ausgedacht. Ich bin erleichtert, dass das ist ja realistisch nicht mal. Wahres Ich ist. Wer aber, da dabei gewesen? Aber niemand sonst weiß das. Was, wenn sich jeder in Beacon Town gegen dich wendet? Weißt du, Axel das und ich kann sein. Hätten es fast getan nach dem Vorfall da draußen. Und wir sind deine Ältesten. Ich bringe sie dazu, es zu verstehen. Ich erkläre ihnen das Ganze. Ich muss ihnen einfach erklären, was passiert ist. Hm? Erklären? Ich schätze, wenn jemand sie zum Zuhören bringen kann, dann bist du es. Aber hast du nicht gesagt, es gäbe eine Möglichkeit, den Kerl aufzuhalten? Ja, aber wahrscheinlich eine sehr schwere. Petra. Ja. Gesell dich mit dazu. So mies Stella auch sein mag, für den Admin zu schuften, das verdient niemand. Ihre ganze Stadt. Naja, sie tut es ja irgendwie selbst freiwillig so. Und selbstständig. Das ist Wahnsinn. Niemand sollte so viel Macht ja. haben. Setz es auf die Liste schrecklicher Taten, für die der Admin bezahlen wird. Wir werden ihn für jede einzelne dieser Taten leiden lassen. Ich bin so froh, dass ihr wohl auf seid. Ja. Und wie gesagt, schlimmer als der Tod. Hat dir Jesse schon von der Kartoffel erzählt? Den was? Das ist schlimmer als der Tod. Das sich Passwort nennt. Hashtag Kartoffel 451. Ja, ich weiß, sehr gut, dass ich mir das nicht merken musste. Aber es soll die Kräfte des Admins Hashtag Kartoffel könnte ich mir merken, aber 451. Oh, ich kann es kaum erwarten, sein Gesicht zu gut, sehen. Gut, dass das Spiel es sich für uns macht. Oh, bin schon froh, dass Nermi den Laden so nicht sehen muss. Ist es überhaupt sicher? Ja, den holen wir auch noch wieder. Es war mal der sicherste Ort in der ganzen Gegend. Das war aber bevor die Schläger des Admins überall aufgetaucht sind. Es ist jedenfalls sicherer als da draußen. Ja, du hast recht. Schläger-Golems von Admin. Nicht einfach. Den will man, glaube ich, nicht begegnen. Hoffentlich gibt's hier noch etwas Nützliches. Schauen wir uns erst mal um. Ruft, wenn ihr etwas findet. Während ihr sucht, halte ich wach. Auf Jagd gehen. Nach Items, die wir benutzen können. Alles klar, fangen wir mit den Köpfen an. Den Kartenladen erkunden. Bin überrascht, dass die keiner wollte. Ist nur blöd, dass sie uns auch nicht weiterhelfen. Was? Können wir sie nicht mitnehmen? Ich fände das ganz toll. Ich würd das nehmen. Können wir den Papagei einfangen und mitnehmen? Mann, sieht so aus, als wären nicht alle Papageien weg, was? Wer, Archie? Ja, der würde nie verschwinden. Ja, der lässt sich nicht fangen. Gehört ihr dir? Sagen wir einfach, ich passe für einen Freund auf ihn auf. Den Freund, den der Admin getötet hat. Jack. Alles der Ordnung, Abenteurer. Jack, der Abenteurer. Schon gut. Ich schätze, ich der bin beste Abenteurer. Nur stinksauer, weil hier einfach jemand reinplatzt und uns alles wegnimmt. Joa. Artefakte und Erinnerungsstücke weg. Alles wurde ausgeräumt. Ich kann nicht sagen, ob es der Admin war. Wir holen uns alles zurück. Ich verspreche es, Jack. Wir machen den Admin fertig und es uns zurück. Ja, du hast recht. Ich fixiere mich bestimmt nur so darauf, um mich abzulenken. Bis dahin schauen wir uns weiter um. Vielleicht finden wir hier doch noch etwas Nützliches. Das hoffe ich doch. Danke, Jesse. Das weiß ich zu schätzen. Wird schon klappen, wir werden da schon was finden. Da steht Vader so zentral im Bild. Reden wir mit ihm. Wie geht's dir, Kumpel? Ich denke nur gerade an die Leute in Freds Feste. Nein, wirklich, ich bin sehr glücklich hier zu sein. Ihnen geht's schon gut, die Lass werden schon mich irgendwie... einfach wissen, wenn ihr etwas findet, die werden hoffentlich okay? überlebt Alles haben. Klar. Wir haben sie leider im Stich gelassen, aber
Ja. Axel und Olivia. Schön, die wieder zu haben. Hey, ihr zwei. Schön, euch wieder zu sehen. Wo ist Lukas? Habt ihr zwei Lukas irgendwo gesehen? Wir wurden getrennt, als uns der Admin ins Gefängnis warf. Lieber. Nein, er ist einfach... Schön, den Ohren wieder zu haben. Irgendwie im Boden verschwunden. Ich bin mir sicher, ihm geht es gut. Ja, hoffentlich. Was hat euch beide zurück nach Beacontown gebracht? Die Leute haben darüber geredet, dass hier etwas Merkwürdiges vor sich geht. Da waren die ganz mutig und tapfer. Und haben ihrem Erkundergeist nachgegeben. Und haben das Ganze erforscht. Als du dachtest, der Admin wäre ich, hat er dir irgendetwas gesagt? Über das Terminal vielleicht? Ist ein Widerling. Hat nie eine Frage beantwortet. Das sieht ihm recht. Das steht ihm recht. Das sieht richtig aus. Den er uns nie reingelassen hat. Ich schaue mich weiter um. Gut. Wir werden da sein. Ich halte die Augen offen. Ja. Luna. Mit Luna reden. Was hat die so zu sagen? Schon klar, es ist angsteinflößend. Wir stehen das aber durch. Sie hat ja auch irgendwie gesehen, dass ihre Stadt zerwüstet wurde. Die Stadt des Lamas ist auch vernichtet. Oh, ein Hebel. Da ziehe ich doch gerne ran. Na, ui. Ein geheim Versteck. Hallo, Jack. Bei der Flut. Das Lager hatte ich ganz vergessen. Sind das Elytrenflügel? Ja, Elytrenflügel. Na, die sind doch was wert. Ja, die habe ich bekommen, als ich mal im Ende war. Gibt nichts Besseres zum Im End. Oh, was, das End. Das? Ja, gute Frage. Was war das? Hier ist jemand. Oder was? Ein Schreck. Nurm! Der ist entkommen. Auch das freut mich, den zu sehen. Ich lass dich nie wieder aus den Augen, Nurm. Och, sehr schön. Ein Wiedersehen. Aber wie bist du aus dem sehr Gefängnis rausgekommen? Weil ich sie rausgeholt habe. Ivor! Ah, jetzt sind ja fast alle wieder zusammen. Es fehlt nur noch Lukas und dann haben wir das ganze Team wieder vollständig. Was soll ich tun? Das ist ein klasse Outfit, Ivor. Ich weiß. Nurm ist wieder da. Nice. Weißt du, wer das ist? Ich freue mich. Das ist Ivor. Einer der verdammten Gründungsmitglieder des verdammten Ordens des Steins. Diese Legende. Das erste an Ordens des Steins. Nur eine Armlänge entfernt. Und mein Lachen ist ein komplettes Wrack. Hey, du bist auch eine ziemlich große Nummer, Jack. Jack. Behalte in seiner Gesellschaft einfach die Nerven. Cool, cool. Ich bleibe sowas von cool. Ja. Ivo, oder? Was geht? Das hatten wir doch schon mal, oder? Ja, ich bin Ivo. Ivo. Wer bist du? Immer noch Ivo. Sie nennen mich den Stichschreiter. Okay, alles klar. Ja, das hatten wir doch schon mal mit Petra. Petra, die hier einfach vorgestapft ist und... wie auch immer. Es freut mich jedenfalls, dass euer Plan für den Admin reibungslos funktioniert hat. Er fiel auf meine Täuschung rein. Eine Geschichte, wie ich dich umbringe? Kassenschlager! Du kennst dein Publikum wirklich gut. Nachdem der Hunger des Admins nach Chesses Vernichtung gestillt war, kehrte ich im Schutz der Nacht ins Gefängnis zurück, um einen Freund aus diesem verfluchten Ort zu befreien. Wir beiden Intelligenzbolzen haben einen Plan ausgearbeitet, wie wir die Hochsicherheitsanlage einfach entschärfen und entkommen können, ohne in die Luft gejagt zu werden. Es war unheimlich schwierig und erforderte viele Tage intensiver, mentaler Akku. Ich bin froh, dass du noch lebst. Ich kann nicht fassen, dass du ziemlich viel. Der du hättest sterben können. Was, wenn Ivor nie zurückgegangen? Natürlich hast du die Sprengfallen kartografiert. Nurm, du bist einfach unglaublich. Nurm ist der Beste. Ivor, der Geist. Nun, da das Team wieder vereint ist, müssen wir den Admin aufhalten. Wir sollten eigentlich das Passwort das ist, am ersten Das ist Terminal eine tolle Überraschung. Glaub, Nurm wieder zurück. Ja, genau das glaube ich auch. Das ich hörte, ist doch nichts. Solche Andeutungen machte. Niemand denkt daran, nach lauschenden
Rangers zu suchen. Wird. Erwacht. Ja, das ist doch noch gut dran. Lass mich raten. Es gibt Wachen, richtig? Ja. Obwohl ich nur einen Wachposten angefordert hatte, stellte der Admin Spezialgolems für die Bewachung ab. Können wir nicht einfach mit dem Admin reden, es ausdiskutieren? Mit dem Admin diskutieren? Ja, machst du Witze? Auf Boomtown zu beschränken. Du machst Witze, oder? Nach allem, was ich dir über ihn gesagt habe, glaubst du immer noch, man kann mit ihm reden? Ja. Keine Ahnung, ich dachte halt... Das Schwert kann mit ihm reden. Die einzige Sprache, die der versteht, ist ja nur noch das Schwert. Ich arbeite einen Plan aus. Wir brauchen nur eine Ablenkung. Ich hab da schon so eine Idee. Jessys große Rede zu Beginn der Jessicon? Klingt fantastisch, aber die Elytrenflügel schwingen sich nicht nach oben. Jessicon? Das machen die mit Feuerwerk. Es gab eine Jessicon. Na, das ist ja pervers. Kannst du eine Karte von Beacon Town beschaffen? Warte, mein Nürm hat seine Arme auseinander. Das ist der Plan. Der hat zwei Arme. Wie Jack schon sagte, wir brauchen Feuerwerk. Was der Admin ja, ist halt kein normaler Villager. Trägt Stella nicht die Verantwortung für das Feuerwerk? Ich mag Villager. Hervorragend. Oh, hervorragend. Wir müssen Stella nur umdrehen. Gewerkschaftsuniformen kommen wir nie in das Lager. Also müssen wir Stella finden, damit sie uns zeigt, wo die sind. Ja. Huhahaha. Oh, Reaktion. Ah, verdammt. Lagerzugang. Wir ziehen uns um und dann... Ach, Stella ist dann wieder auf unserer Seite, oder was? Sobald wir dort sind, oder das ist doch nur unser Plan. Warte, komme ich nicht mit euch in das Lager? Du wirst mir einen Eimer voll Wasser holen. Scheinbar nicht. Während wir das Feuerwerk holen, lenken Olivia und Axel den Admin ab. Soll ich nicht einfach... Das klingt nach einem guten Plan. Das wäre eine große Ablenkung. Ja. Ein Anschlag auf den Erdmann. Dann warten wir einfach zum alles mit Feuerwerksfinale. TNT was? Zu bauen und dann. Es ist Romeo. Ich garantiere euch, es wird ein richtig pompöses Feuerwerk. Das wird er, glaube ich, auch nicht überleben. Lassen wir ihn einfach in Meterweise. Wir bauen ihn einfach während er schläft an TNT ein. Ja. Sobald ich gelandet bin, das liegt nach einem Plan. Ich mit dem Eimer einen Wasserfall. Ja, das ist doch alles. Ja, das ist alles schön und gut. Dieser Plan, der sieht recht spannend aus. Das sieht ja alles. Spitzenmäßig aus. Hashtag Kartoffel 451, ja. Um dem Admin seine Kräfte zu entziehen, bevor ihr überhaupt mitbekommt, dass wir dort waren. Sieht ja als actionmäßig aus, aber. Ein Kinderspiel. Das. Warum bauen wir ihn nicht einfach sein, von der ich je gehört in TNT habe. Ein? Auf den ganzen Palast als TNT ersetzen und ihn dann während dem Schlaf. Explosionen. Ja. Ich liebe es. Da zündet außen jemand das Haus an und dann. Dazu bringen, uns zu helfen. Sie ist dem Admin richtig gehend verfallen. Bist du dir da sicher? Sie kam mir echt mies vor. Ja. Ja, der Admin hat ihr wehgetan, allerdings. Champion City wurde niedergewalzt. Das haben wir alle gesehen. Das könnte sie. Ach, das könnte sie auf unsere Seite bringen. Wie müssen wir zu ihr durchdringen? Dafür würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Glaube ich dir. Stella weiß, wo die Pyrotechniker-Gewerkschaftsuniformen sind. Ich könnte ihr zu ihnen folgen, dann müssten wir gar nicht erst reden. Großartig. Darf ich anmerken, wie wenig ich von dem Plan halte? Kannst du, weil wir hier bleiben werden. Nur Jesse kann die Straßen überstehen, weil Jesse der Admin ist. Das ist richtig. Jesse, deine Sachen. Ja, zieh dich um. Ich kann mich so anziehen wie der Admin und so tun, als wäre ich der Admin. Muss einfach nur ein bisschen böse sein zu den Leuten und dann glauben sie es mir. Jesse, kann ich mich ich überall reinschleichen. Dass du Stella nur für ein weiteres Opfer des Admins hältst, aber dann denkt Stella vielleicht auch, ich bin ein Admin. Ich bin der Admin Jesse und sollte sich mehr Sorgen darüber machen, wenn der Admin während des ja. Plans auftaucht. Ich spaziere da einfach rein. Eine Portion Admin kommt sofort. Ach. Ich packe das. Immer das klassische, wer ist der richtige Admin Spiel. Und der Admin mich entdeckt. Wie schon seit die Feuerzangenbowle bekannt. So, dann tun wir mal ein bisschen böse. Spielen wir jetzt Admin. Na, da sind schon Leute. Ansehen.
Mal schauen, ob wir als Admin identifiziert werden. Dieser Ort wird immer seltsamer. Einfach mal heraus und mit den Leuten reden. Was? Nein, nicht reden. Schade. So, dann laufen wir mal hier frei herum. Er zittert vor mir. Ich bin der Admin. Ich bin Jesse. Druckplatte. Da. Stella. Hin zu ihr. Und da? Was zum? Das ist deine Falle. Das ist deine Falle. Nach geradeaus oder folge Stella. Ja. Die Wache. Da sind viele Wachen. Da nicht so viele. Ja. Da war doch eine Stella, oder? Glaube ich aber nicht. Sprecht lieber mit dem hier. Das sieht zwar sehr nach einer Falle aus, aber ja. Da bist du! Großartig wie immer! Ich hab dich überall gesucht! Hey, stopp! Ich präsentiere die neuesten zwei Freiwilligen der JessieCon. Sie erwarten deine Befehle. Nicht das hellste Quartett von allen, aber... Nun ja, sie sind eben Golems, also... Gib ihnen schick sie auf ihre Posten. Und sie führen ihn dann auf. Freinehmen den Tag, nächster. Was magst du denn noch? Schick sie auf ihre Posten. Ja. Alles klar. Tut mir leid, dich damit zu behelligen. Ja, ganz der Böse. Ihr habt unseren mächtigen Anführer gehört. Auf eure Posten. Ich bin der Admin. Ich bin Jesse, meine ich. Auf eure Posten. Oh, oh. Au, Scheiße. Verpiss dich. Dieses Spiel also. Und nichts ist explodiert, während ich weg war. Überraschend. Haltet die Augen nach mangelndem Glücklichsein auf. Puh, er taucht also immer auf, wenn er Lust hat. Ich sollte es dann schnell finden, ja, bevor der Admin mich findet. Beeilen wir uns. Ich glaube, daher kamen wir. Da standen die Golems am Weg rum. Gehen wir hier um die Ecke. Ein Golem. Und da Stella. Da reden wir gar nicht erst mit dem Golem. Auf zu Stella. Reden. Aus dem Weg, Bewohner. Ich rede mit Stella. Stella, warte. Nein. Lawrence. Lawrence. Oh, Schande. Aber nenn mich ruhig Stella, wenn du willst. Ich suche Stella. Blonde Haare, sieht aus wie... Also wie du. Aber nicht du. Hast du sie gesehen? Keine Ahnung, Mann. Ach du Schande. Du suchst mal an der Ordenshalle. Da hängen viele große Tiere rum. Sehen hier alle so aus? Sehen hier mehrere so aus wie Stella? Ja, gut. Das ist eher schlecht. Noch eine Stella. Dort entlang. Oder wo war das? Da. Die sieht doch aus wie Stella. Da hinten verschwindet. Da. Hinter dem Golem. Da lang. Auf der Stella-Suche. Na komm, da hinten ist doch Stella. Ich sehe es doch. Leuchtfeuer. Da am Leuchtfeuer. Die neue von dir gebaute Statue präsentiert. Und die alte Freundin. Sie hat Charakter? Ich mochte die alte schon, aber wow, ich meine, sie ist voll irre. Ich kann meinen Blick nicht verändern. Natürlich, das ist doch. Weißt du was? Ich habe meine Meinung geändert. Holen wir die alte wieder raus. Mensch, ich kann es kaum abwarten. Nicht, dass diese nicht. Oh, also, folge deinem Instinkt. Kacke. Vor allem, wenn er die alte zurück will. Ich wollte böse sein und ihr Verlangen, also ihr Kunstwerk einfach. Ihr Dingens. Ihr Verlangen war das falsche Wort. Genial! Nein, das wollte ich eigentlich nicht, aber. Au, Kacke. Das hat mich vielleicht enttarnt. Oh, Scheiße. Wow! Was? Ja, hau ab. Vergiss, was du gesehen hast.
Jetzt habe ich sie nur unnötig in Gefahr gebracht. Was? Wo ist meine Statue? Du da, Nelly, was ist mit meiner Statue? Die Statue, die du gerade abgerissen hast, wegen deinem Instinkt? Was? Wovon redest du? Nein. Enttarnt sie uns, oder was? Gerade eben, vor 2 Sekunden hast du... Ich bin schuld, wenn du frech bist. Golems, zum Glück glaubt er mir nicht. Oh, reg dich ab, Mann. Atme mal ganz tief durch. Oh nein. Nell. Ja, Kacke. Das haben wir jetzt schlecht gemacht. Aber da ist Stella. Hin zu ihr. Na komm, folge Stella. Ja, ich versuch's die ganze Zeit. Da drüben steht sie. Hau doch nicht ab, Stella. Ja, geblieben. Ich bin der Edmund, ich meine Jesse. Bleib geflext stehen. Ein Befehl. Oha, die Bühne. Mit rotem Jesse-Banner. Ach, warum die Leute das nicht sehen? Rot ist doch generell nicht meine Farbe. Zumindest die von Jesse nicht. Das ist der Edmund Jesse. Oh Mann. Mehr Feuerwerk und Banner. Es ist nicht meine Schuld. Ich habe nicht genug Leute. Stell mehr Leute ein. Ich darf nicht zu lange zuhören. Das werde ich noch gesehen. Jesse wird das Beste sein, was diese Stadt je erlebt hat. Sonst sorge ich persönlich dafür, dass du den Preis zahlst. Zur Hölle soll ich mehr Leute finden? Bingo! Oh. Das ist unsere Eintrittskarte. Jetzt oder nie. Uniformen. Schnapp sie dir. Perfekt. Wir brauchen mehrere davon. Wo sind die anderen Jesse-Banner? Oh? Na komm, Ausrede finden. Jesse, schon zurück? Wütend sein, böse sein. Ruhig auf den Deckel. Seit wann? Du bist nicht der Admin, oder? Doch, bin ich. Natürlich schon, bin ich der natürlich Admin. Natürlich bin ich der Admin. Ich bin absolut, ohne Frage, zweifellos der Admin. Naja, das war vielleicht Jesse, nicht. Ich wusste es. Ah, verdammt. Das war die falsche Entscheidung. Nicht so laut hier. Ha, das ist mutig, das muss ich zugeben. Zurückzukommen, wenn der Admin ich hätte, ich bin zurückkriegen sollen. Fujikato machen kann. Okay, nenn mir einen Grund, warum ich dich nicht sofort an ihn ausliefern sollte. Nach allem, was du deine Stadt zerstört oder nicht für mich getan hast. Ja. Ich weiß, wir waren nicht immer einer Meinung, aber der Admin muss weg. Das weißt du. Bedenke, Champion was er mit City. Champion City gemacht hat. Wie lange, bis du seinen Zorn spürst? Ich bin wieder hier, um ihn auf sein Argument. Du kannst helfen oder aus dem Weg gehen. Na schön. Dein armseliger Plan wird eh nicht funktionieren. Er wird dich sofort vernichten. Ich fand es auch schön, dich zu sehen, Stella. Unser Plan wird funktionieren. Jo. Ja, ich würde sagen, dieser Part ist schon lang genug. Daumen nach oben. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Sollte es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und ja, kein weiteres Video mehr in dem Zwangfest verpassen wollt, wenn ihr den nächsten Part von Minecraft Story Mode Season 2 Episode 5 nicht verpassen wollt. Habt bis dahin noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich im nächsten Part von Minecraft Story Mode Season 2 Part Episode 5 wieder. Bis dahin, haut da rein. Ciao.